Jede Rallye an den Aktienmärkten hat ein Narrativ, hat eine Erzählung, hat eine Story, warum dieser Anstieg begründet ist, warum die Bewertungen, die derzeit ja bekanntlich nicht gerade niedrig sind, letztendlich dann doch gerechtfertigt sind. Und so ist es auch bei dieser Rallye. Und wir wollen uns diese Erzählung, dieses Narrativ mal in Reinkultur anschauen. In einem Artikel bei Bloomberg hier sagt man, Markets seem to be telling a consistent story, also eine konsistente, eine logisch aufeinander aufbauende Erzählung. Nach einem großen Schock haben dann Regierungen und vor allem Notenbanken sehr, sehr viel Geld freigemacht. Dieses Geld alleine wird schon dazu führen, dass wir einen zyklischen Aufschwung erleben. Und dieser zyklische Aufschwung erzeugt Nachfrage. Mit dieser Nachfrage entsteht dann Inflation. Und wenn Inflation ist, dann ist eben diese hohe Bewertung der Aktienmärkte und der einzelnen Aktien gerechtfertigt. Denn Inflation heißt Geldentwertung. Und dementsprechend sieht man da eben schon sehr weit voraus. Alles andere sei Neues. Das ist eine klassische zyklische Recovery und man sieht hier die Geldmenge M2 unten im Chart und die deutlich ja nach oben gegangen ist, wie wir alle wissen, und die Verbraucherpreise, die noch nicht nach oben gegangen sind. Man erwartet also Inflation und letztendlich ist es die Inflationserwartung, die dann jede Bewertung scheinbar zu rechtfertigen scheint. Allerdings ist das Problem, dass andere Märkte das irgendwie nicht so sehen. Wir sehen ja die Renditen für Staatsanleihen in den USA etwa, die 10-Jährige nach wie vor unter 1%. Würde also in den nächsten 10 Jahren massive Inflation erwartet werden, müssten eigentlich die Renditen deutlich höher sein. Wir sehen auch die Edelmetalle, etwa Gold, hat sich zwar erholt von dem Abverkauf, aber kommt nicht so richtig vom Fleck. Jetzt bei $1,860 Gold als Inflationsschutz müsste doch eigentlich auch deutlich steigen. Und wir sehen hier Jamie Dimon, den JP Morgan-Chef, der offenkundig im Lager der Aktienbullen ist, der sagt, I wouldn't touch 10-year treasuries, also ich würde 10-jährige US-Staatsanleihen nicht mal with a 10-foot pole anfassen, nicht mal mit einem 3 Meter langen Stock, könnte man übersetzen. Vielleicht kennen Sie das Lied von ZZ Top, I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Also ich würde dich nicht mal eben berühren mit einem solchen Stock, so eklig bist du und so eklig scheinen eben diese Staatsanleihen zu sein für Jamie Dimon. Also wir sehen hier die unterschiedlichen Erzählungen, warum aber fordern dann die Anleiheinvestoren nicht höhere Renditen bei US-Staatsanleihen. Was ist mit der Inflation? Wir haben jetzt heute Daten aus China bekommen, hier die Verbraucherpreise aus China. Das erste Mal seit 2009, also seit dem Hochpunkt der Finanzkrise, rückläufig 0,5%. Sind vor allem die Essenspreise oder aus dem Bereich Food, wo die Preise gefallen sind. Aber selbst wenn man Food rausnehmen würde, also Essen, Nahrung, dann wären wir immer noch leicht negativ. Und wir sehen hier die Erzeugerpreise, die im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen etwas höher waren als erwartet. Die Verbraucherpreise eigentlich plus 0,5 erwartet, deutlich unter 0. Hier sehen wir auch die Produzentenpreise, also niedrig mit minus 1,5%. Gleichzeitig erzählt uns Chinas Statistik immer, dass die Industrieprofite steigen, während gleichzeitig die Erzeuger eben die Preise senken. Dann müssen sie aber sehr viel Personal entlassen oder irgendwie sehr viel effizienter werden, sonst geht das nicht. Und die Erzählung ist eben, okay, diese ganze Corona-Geschichte ist Neues, das geht ja vorüber. Diese Erzählung ist ja nur möglich, seit jetzt diese Impfstoffmeldungen gekommen sind. Und wir haben hier jetzt wieder neue Zahlen, Deutschland knapp über 20.000 Fälle, das ist so um und bei der Standard, aber mit 590 Todesfällen absoluter Rekord, das ist ein dramatischer Anstieg hier nochmal, wir waren noch nie über 500, auch in den USA die Situation nicht besonders toll, 213.500 neue Fälle bei 104.600 Hospitalisierungen und auch wieder 2.600 Tote. Also noch ist diese Corona-Geschichte eben deutlich da. Wir haben ja jetzt in Sachsen und Bayern wahrscheinlich bundesländermäßige totale Lockdowns oder großflächigere Lockdowns. Möglicherweise kommt das dann nach Weihnachten in ganz Deutschland. Wohl morgen dann ein Treffen Merkel respektive Regierung mit dem Ministerpräsidenten. Und jetzt ist natürlich die Frage, Stimulus ja oder nein. Und hier schwankt man immer wieder zwischen Optimismus und weniger Optimismus. Jetzt ist Schumer, jetzt ist der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, offenkundig bereit, knapp über diese 900 Milliarden Dollar zu gehen. Aber da sollen dann wiederum bestimmte Dinge nicht drin sein, wie Unemployment Insurance, wie bestimmte Dinge, die Liability Protections, also dass man nicht angreifbar ist,
Schutzmaßnahmen sollen da nicht drin sein. Das aber fordern die Demokraten. Als bisher haben wir ihnen noch nicht den Stimulus. Möglicherweise wird, so ist zumindest ein Vorschlag, dann $600 ausgeschüttet statt $1200 wie im Frühling. Das jedenfalls ist derzeit die Diskussion. Kommen wir zu den Märkten. Da haben wir jetzt gesehen, dass der Nasdaq das Triple Q-ETF im Mindesten, das bildet den Nasdaq ab, ist das mit Abstand liquideste Nasdaq-ETF, haben wir jetzt 11 Handelstage in Folge hintereinander, sehen wir Anstiege. Das ist der drittlängste Anstieg bei einem Anstieg von 6,2% innerhalb dieser Periode. Das hatten wir zuletzt 1999 gesehen. 2003 war mal der Rekord mit 14 Tagen in Folge. Und es sind vor allem die Most Shorted Stocks, also die Aktien, die am meisten geschortet werden, die hier verlieren. Und der Paradeindex derzeit ist der, der wahrscheinlich die schlechtesten Unternehmen enthält. Zumindest sind viele dabei, die Verluste schreiben, deren Verschuldung durch die Decke gegangen ist. Nämlich der Nebenwerteindex Russell 2000, 31,7% jetzt über seinem 200-Tages- Durchschnitt. Und wir sehen hier diese Gaps nach oben, immer wieder Gaps, oben eine negative Divergenz. Wir sehen hier diese untere Kanalbegrenzung, die beginnt ab Anfang November. Dann kam ja diese Impfstoffmeldung, 9. November, Gap, Gap, Gap nach oben. Und wir sind in absoluten Euphoriemodus. Hier sehen wir das nochmal. Das ist jetzt eben der größte, die größte Differenz zwischen 200-Tageslinie und aktuellem Kursstand seit der Dotcom-Bubble. Wir sind sogar ein bisschen drüber, muss man sagen. Das ist natürlich erfreulich. Und Complacency überall, das sind die Themen, die ich immer wieder bringe, aber es bringt es eben auf den Punkt, weil es dieses Narrativ beschreibt, was soll schiefgehen. Wir haben jetzt eben diese intakte Story, so die Logik. Wir sehen jetzt, was das wöchentliche Put-Call-Verhältnis angeht, den tiefsten Stand seit eben der Dotcom-Blase, also Absicherungen nicht vorhanden, und die derzeitige Euphorie wird umgesetzt in IPOs, also in den Börsengängen an der Wall Street. Wir haben ja dieses Jahr sehr, sehr viele Börsengänge gehabt. Wir haben das erste Mal die Situation seit vielen Jahren, dass es mehr Aktien gibt als noch vor Jahresfrist. In den letzten Jahren war die Anzahl der Aktien immer weiter gefallen. Morgen kommt Airbnb, heute kommt DoorDash, die jetzt den IPO-Preis weiter anheben, eben weil die Euphorie so groß ist. Da kann man sich sagen, so wie Tesla gestern, ja, dann nehmen wir doch ein paar Milliarden mehr an. Ist doch Suche, die Anleger sind derzeit bereit, alles zu bezahlen aufgrund dieser Euphorie. Das wird heute ein Hingucker an der Wall Street, DoorDash. Und wir haben jetzt die Situation nochmal, um auf Tesla zu kommen, dass Tesla deutlich mehr wert ist als alle 60 MDAX-Aktien zusammen. Also wenn man so will, der deutsche Mittelstand. Nochmal, Elon Musk halte ich für einen sehr kreativen, interessanten Menschen. Wir haben in Deutschland genug Verwalter. Es bräuchte mehr Elon Musk, gar keine Frage. Aber dieses Ponzi-Schema, was sich darum aufgebaut hat, das halte ich nach wie vor für gefährlich. Manche sagen, ja, der Fugmann erkennt nicht mal, dass es sich hier nicht um einen Autobauer handelt. Okay, dann zeigt mir die Produkte. Wo sind denn die großen Produkte, mit denen Tesla Geld verdient? Außerhalb von Autos. Ich sehe bisher nur Autos und ein paar andere Kleinigkeiten, die aber nicht wirklich einen großen Teil des Umsatzes ausmacht. Also das ist nicht stringent. Vielleicht wird das irgendwann mal. Aber diese Bewertung ist so krass, dass ich nicht glaube, dass Tesla in diese Bewertung auch wirklich reinwachsen kann. Und wir sehen, dass es hier auch Leute gibt, etwa von CNBC, Michael Santoli, der jetzt mit Sicherheit kein Permabär ist, der sagt, naja, das ist schon sehr, sehr krass, was da abläuft. Risk-Reward, also das Chance-Risiko-Verhältnis dann für die Zukunft, verschlechtert sich natürlich mit den permanent steigenden Preisen, und sagt auch, es ist natürlich ein Problem, wenn du wenn diese Märkte angewiesen sind, und wir haben ja relativ geringe Volumina, die jetzt derzeit wieder gehandelt werden, von Leuten, die ihre Stimulus-Schecks nach wie vor sozusagen in Aktien investieren. Und wir kommen abschließend noch zum Brexit. Heute will ja Boris Johnson, der britische Premier, nach Brüssel fliegen, um dann mit von der Leyen zu sprechen. Letzte Chance, man weiß es nicht. Das heißt immer wieder letzte Chance, aber die Dinge scheinen nicht ganz einfach zu sein. Jetzt hat UK schon mal einen weiteren Schritt aus der EU unternommen, indem man zum Beispiel jetzt erstmal diese Tarife, diese Zölle abgeschafft hat, die in dieser Geschichte mit Boeing und der Welthandelsorganisation, die hier sowohl wegen Boeing der USA als auch wegen Airbus in Europa bestimmte
Strafmaßnahmen den jeweiligen Gegnern erlaubt hat. Also, es ist derzeit eine Situation, die krasser kaum sein könnte. Eine optimale Zukunft mit einer wahnsinnig starken zyklischen Erholung wird eingepreist. Deswegen steigen die Unternehmen, die besonders von der Corona-Krise betroffen waren, am stärksten, deren Geschäftsmodell allerdings teilweise vorher schon nicht funktioniert hat. Wenn jetzt also diese Unternehmen sich immer mehr verschuldet haben, wenn jetzt durch Stimulus der Konsum immer mehr von der Zukunft schon in die Gegenwart verlagert wurde, dann ist eben die Frage, wo soll dieses Wachstum herkommen? Jedenfalls ist das die Gretchenfrage jetzt für die Märkte insgesamt. Die Aktienmärkte haben ihre optimistische Sichtweise, Edelmetalle und vor allem Anleihenmärkte sehen das offenkundig ein bisschen anders. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und ciao.